this. Hey und herzlich willkommen zur ersten Folge von Bloodhunt. Wir legen auf Dirk los und schauen uns gemeinsam an, wie das Game so ist. Okay, wir betreten einmal das Asylum. Was auch immer ja, das. Ich hab den Saboteur genommen. Ich glaube, ich hab den Animalist genommen. Das ist ja das Hub-Ding. Das ist das, wo man chillt bis. Während man das Game ladet. Der ist schon mal nice gemacht. Ja. Welcome to Bloodhunt. Ich hab noch kein einziges Video davon gesehen. Season 1 Vergeltung. Ich weiß aus dem Tutorial mit, wenn man Space drückt und haltet, kann man Wände hochklettern. Nicht in der Lobby allerdings. In Prag sind wir. Ja. Steuerung ist so ein Slide. Man hat drei Waffenslots, wobei am dritten, glaube ich, nur eine Nahkampfwaffe sein kann. Waffen muss man halt finden, relativ standard Battle Royale. Und irgendwie kriegt man Verstärkung, wenn man Blut bringt. Aber das habe ich noch nicht so ganz verstanden. Wie geschult ist das Spiel laggy angefangen? Das hat sich bei mir am Anfang auch laggy angefühlt. Nachdem ich einmal das Tutorial gestartet habe, ist das aber weggegangen. So ist das Tutorial starten? Rang 1. Trio, ja. Es gibt auch Duo und Solo. Der CPU ist auf 100%, wobei braucht das Spiel 60%, komisch. Mal schauen. Was soll ich machen? Aber ich mag das Sprungfeeling im Game. Einfach F3 drücken und annehmen. Ah! Warte mal, wo ich wieder Einladungen annehmen. Oha! Animalist, Kundschaft, na Famulus. Schiefleber als Speer. Heilspritze. Lol. Sagst du, das ist ein Battle Royale und jeder spürt die Vampire oder wie ist das? Jeder spürt Vampir. Und jeder spürt Vampir, okay. Wir spielen jetzt in einem Dreierteam. Ja, genau. Okay, wie kamen wir Bloodhunt schon wieder? Genau, und irgendwie haben die verschiedenen NPCs unterschiedliche Resonanzen, die unterschiedliche Sachen verstärken, wenn du ihr Blut bringst. Okay. Und auf X hast du so ein Vision-Ding, was dir NPCs und Spots, wo man Waffen finden kann, zeigt. Glaube ich. Wenn ich das richtig verstanden habe. Ja, aber mir schaut's richtig buggy aus. Lol. So. Ich sehe so blau auf nur. Echt? Ich sehe eine Kirche. Ah, okay, wir spawnen jetzt irgendwo. Hey, das ist die Map. Wort auswählen. Gibt's Backgarage gemacht. Die brennende Kirche. Das ging gut. Und spawnen genau da, wo ich hinklick. Wahrscheinlich sogar, gell? Ja. Und jetzt da? Apotheke, Schneiderei, Antiquitäten an, Quest ziehen. What? Ah, jetzt kann ich nochmal Charakter aus. Ich glaube, ich nochmal Animalist, ich weiß nicht, genau was er macht, das schickt mir nicht. Alles schon blöd aus. Das heißt, wir müssen gegnerische. Weil ihr eure Charakter noch nicht personalisiert. Wie kann das die anders ausschauen? Mhm. Ah, das geht schon. Geht in der Lobby, wenn man tappt wird. Okay. Lol. So, was ist diese Mission? Wie Match beginnt? Überwaffen. Okay, wir werden ziemlich schnell. Stör. Halten zum Trinken. Ich hab Marksmann gehört. Ich hab einen Scharfschützen gehört. Ja? Ich kletter mal aufs Dach. Hier. Einfach aufheben. Das ist so. Bum, bum. Hey, Alter. Ey, das Spiel spielt sich gerade jetzt ziemlich smooth, Alter, und so zum Laufen und so. Das sind Wachen. Okay. Was mache ich mit denen? Gar nichts? Oh mein Gott. Die dich nicht erwischen lassen, glaube ich. Drück um Verbrauchs, Objekt zu verwenden. Was ist das? Ey, wie werde ich von Wachen angeschossen?
du angestellt, dass du von Waffen angeschlossen wirst? Ich werde mich so liegen lassen. Ich bin da einfach rumgelaufen. Was tun meine Fledermäuse daher sagen? Was hat meine HP? Ich gar nichts. Oft jemand Zivilisten umgebracht. Enthüllt. Ja, vielleicht sind deswegen die Wachen hinter dir her. Was liegt denn da oben? Bärenfall Shotgun. Jo, jetzt habe ich einen richtigen Sniper. Man nimmt übrigens keinen Fallschaden in dem Game. Kann ich irgendwo die Häuser raufrennen? Ja! Ja, lehrt das da halt. deswegen finde ich ja schon seit dem Tutorial, dass das Spiel einfach nur geil anfühlt. Jetzt fühlt sich bis jetzt mega smooth an. Wie sehe ich wohl, wie viel HP ein Schild ich habe? Da links unten oder was? 134 ja. Und das Schild ist? Schild ist das blaue daneben. Ja, das ist übrigens aufgesammelt, also irgendwie leer. Das kannst du auf 6 einsetzen, das musst du auf anlegen. 6. Okay, lore. Albo 7, Nummer 6 dann. Jetzt habe ich sie dran. Über Sturmgewehr und das Salvengewehr. Ja, ich habe eine fette Sniper. Wie ich eine Errungenschaft kriegt. Gut, ja, überlebt. Kann ich Nummer 6 Noble anziehen? Und so leuchtende Dinger kannst du auch aufmachen. Ich trinke gerade einen Blutbeutel. Das ist schon eine doppelläufige Shotgun. Ist es gut, wenn die ganzen NPCs trinken, du? Das macht. Du darfst nicht dabei gesehen werden, glaube ich, sonst gehen immer Leute aggro. Du hast doch schon meinen Kill? Ich bin verwirrt. Ah, okay. Dann ist es nur buggy, dass man den Sieg bekommt. Ah, jetzt trinke ich wieder. Ja, lädt das da halten. Alter Fetzen. Da ist ein LMG, da ist der Nebel, wir sollten hier weg. Hey, ich kann unsichtbar werden mit Q. Ja, und ich auch relativ unverwundbar, glaube ich auch dabei. Okay, wir rennen erstmal in die Zone rein. Was sind das für Questziele eigentlich? Die kann man sich, glaube ich, in der Lobby bei den NPCs abholen, aber so ganz kann ich es auch noch nicht sagen, wenn ich ganz ehrlich. Also musst du jetzt nicht hin? Doch, ich glaube schon. Lass uns mal hingehen. Das ist dieses Kreuz da, oder? Ja. Ja, das sind wir. Krieg jetzt 100 pro Sekunde, kann ich sagen. Thompson. Pistolen archiven. Das ist ein LMG Bobby und ein Marksman-Gewehr, Philipp, bist du Sniper? Ich hab grad einen Katana gefunden. Ja. Aber du bist Sniper? Ja, ich hab auch einen Sniper. Und ein LMG. Ich bin der Junker, Alter. Ich hab einen Sniper und eine AK. Oh, wait, das ist ein blaues Salvengewehr. Ich bin fast niemand. Da ist noch eins. Niemand. Die Rarity-Stufen sind, wenn ich das richtig verstanden hab. Gibt Gas noch 5 Sekunden. Oh, irgendwer hat mich gesehen. Ich bin ein Idiot. Ich bin grad am Missionsserver, verstehe ich ganz, was du ist. Ich auch nicht. Ich hab da nur Gegner killt. Ich habe noch keine Armor gefunden, frecherweise. Öffnen kann ich da was? Kiste. Da war. Da ist ein Revolver-Legendärer drinnen. Nice. Das ist gut? Klingt gut. Klingt nicht so bad. Das ist eine Keule und eine Schallgedämpfte. Eine Keule. Warum wir eine Keule haben? Weiß ich nicht. Ich hab Katana. Was ist X? Ah, da kann ich Sachen anders mal sehen. Ist nichts so. Genau. Wisst ihr, was ich übrigens noch nicht gesehen hab? Gegner. Ja, Alter. Da müsst ihr jetzt, wie warst du, wie viel spawnen? Und das, obwohl ich euch enthüllt war. 4. Warst du, wie viel das spawnen sollten Gegner? Nein. I don't have any clue. Okay.
stehe gerade am Hafen, schau mal, irgendwer schießt auf mich. Oder auf euch? Gebt dir die Chance umgebracht. Okay, ihr habt sich für NPCs gespürt. Also, ja, das ist die Wahrheit, gell? Alter, das legt der Dings nicht. Ich hab den gerade Sniper-Schuss gelogen. Ich hab nur die ganzen Schuss. Oh, er verbraucht alle Schuss. Aber, baba. Und natürlich die. Ich war ein Octaeder aufgesammelt, was bringt denn das? Was? Weiß ich nicht. Octaeder. Mit irgendwas. Ist es vielleicht bei Verbrauchsgegenständen drin oder so? Wie sieht der? Auf. Ja. G vielleicht? Oh. Ja, Blutspritze. Gasneutralisierer. Lilanes Sturmgewehr. 0-0. Oh, jetzt hab ich mich. Auf Tab siehst du das, glaube ich. Was sind das da auch, ja? Octaeder. Gefundene Sammelobjekte sind das. Sammelobjekt, okay. Stay. Ich hab richtig viel Armor gefunden. Was, das meine Krähen bringen, meine Fledermäuse? Nein. Ich weiß. Echt, das ist ein Schuss auf dem Transport. Das sind Schüsse Richtung Nordosten, glaube ich. Oder war das einer von euch? Hey, die Map ist schon mini klar und du bist schon fast mittendrin jetzt. Bei mir ist noch eine Sniper, falls wir brauchen. Aber nur eine grüne. Wie markierst du? Hallo? Mittlere Maustaste. Da schießt du komplett da drüben. Ja, das ist ein Gegner. Ich geh da hin einmal. Noch. Ich glaube, ich hab sie da drüben aufgedeckt. Oh nein. Da hinten ist er, ne? Neben mir. Alter. Direkt neben mir ist einer gestanden. Der ist hinter der Mount, gell? Hey, das ist voll der heiße Kampf dann. Was ist der da hinten? Vor uns, direkt vor uns, Alex. Wo? Ah ja? Direkt auf der anderen Seite, Nachbarn oder wer? Da ist er. Den holen wir uns. Hat erwischt. Er ist da hinten. Yay. Was ist das alles eigentlich? Fuck, ich bin am Boden. Ich kann dich holen. Oh mein Gott. Nach 24 Sekunden stehe ich wieder auf, ne? Okay. Der ist da hinter mir einer gewesen. No! Ich bin hin. Nein! Nein. Ich glaube, an so weißen Spots kann man zweifelsfrei seine Teammates wiederbeleben. Ah ja, shit, da. Hey, aber mein LMG gut, war überhaupt nicht so cool irgendwie. Ja, ich hab, glaube ich, noch nicht die richtige Maus-Sense drin. Na, das funktioniert ziemlich gut. Breakfast gibt's da. Nee, ich hab ganz, also ich hab viel zu schnell verzogen. So, wir sind dead, right? Naja, der Philipp liegt noch wieder kommt. Ja. Wenn sie ignorieren, ist er mal wieder da. Dieses Stone. Vielleicht übersehen sie dich nochmal. Das geht unendlich oft, dass man da wieder aufstehen kann. Ich habe keine Ahnung.
hast du deine? Kann ja echt. Da gibt's irgendwo so ein weiße, irgendwo muss eine Respawn-Station geben. Die Terrasse schaut weiß aus, ich weiß nicht, ob das stimmt. Ich soll gerade eine Respawn-Station anbringen später. Ah nee, ich glaube es gibt ja, dadurch, dass die kleinste Zone ist, gibt's glaube ich keine mehr. Ey, du hast die ganzen Gadgets mit. Ich habe gar nicht so viel angefunden davon. Ja, ich hätte auch noch Armor gehabt, aber ich hätte nicht so schnell tot. Also ich glaube nicht, dass es noch eine Respawn-Station gibt, weil es leben ja auch nur 5 und die... Die Zone ist ja schon mini. Was ist das für was? Da liegt gutes Equip. Ist alles blau. Also dein Katana ist besser, aber ich glaube deine Waffe. Genau. Ich glaube deine eine Waffe war nicht blau, wenn ich das richtig bin. Das ist ja violett. Ja, aber das ist das Gas. Verliert unser B? Ja, ich glaube. Ich weiß, dass du eine Violette bist, das war nämlich meine Violette. Ich habe legendäre gehabt, aber der hat nicht benutzt. Die Terrasse ist halt, worauf die Zone jetzt hingeht. Ah. Wir haben einen Killer anscheinend. Vier Leute leben noch, Signal oder was? Ich glaube, das heißt, dass vier Leute noch leben und wir einen Kill, also und unser Team einen Kill hat. Und dass wir zwei das gesehen haben, oder wie? I guess, ja. Yeah. Okay. Lol. Oben. Oh, ey. Okay. Der Team, sorry, also Team, ja. Ich glaube, das ist ein Dreier-Team, ist die noch leben. Was machen die da? Ja. Die ganze Rundschaft. Okay. 2 von 14. Die haben so lange überlebt, dass wir Zweiter geworden sind. Ja, moin. Er ist einfach dreimal wieder aufgestanden, weil er ignoriert worden ist. 331 zugefügten Schaden. Ist das gut oder schlecht? Ich habe 51, also dagegen ist gut. Der Rob. Ah, man kann die leveln, diese Charaktere. Du levelst irgendwie das. Nee, ich glaube, das ist ein Battle Boss Level, wenn ich ganz ehrlich bin. Ah nein, warte, okay, du kannst deine die einzelnen Dinger anscheinend auch leveln, ja, hast recht. Nice. Danke fürs Zuschauen, falls euch die erste Runde von Bloodhunt gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Das Game ist free to play, ihr könnt es auch gerne spielen. Und bis zum nächsten Mal. Servus.